Es ist jetzt ein bisschen mehr als 24 Stunden her, dass ich umgeknickt bin. Wirklich richtig übel umgeknickt bin. Und zu Beginn dachte ich eigentlich, okay, es ist alles in Ordnung. Ich finde mich schon damit ab, dass ich den Eignungstest nicht machen kann und dass die Basketballsaison für mich gelaufen ist und so weiter. Aber jetzt nach den ersten 24 Stunden merke ich, es ist auch so nervig, das im Alltag zu haben. Ich bin so krass eingeschränkt, ich kann nichts machen. Und dann bin ich gestern Abend auch noch, ich laufe momentan mit Krücken, bin ich hingefallen mit den Krücken und bin auf den Fuß nochmal gefallen, habe mich damit so abgestützt. Und dann hatte ich auf einmal an einer ganz anderen Stelle im Fuß Schmerzen, denn ich bin so umgeknickt, dass wahrscheinlich die Außenbänder entweder gerissen oder überdehnt sind. Und ich bin so aufgekommen mit dem Fuß, dass ja jetzt genau die andere Seite, die Innenseite und auch die Vorderseite vom Fuß wehtut. Deswegen überlege ich auch, wahrscheinlich werde ich nochmal zum Arzt gehen, zum Orthopäden und versuchen auch noch ein MRT zu machen, damit ich da auf der ganz sicheren Seite bin und auch ganz genau weiß, was ich habe. Und vor ja, ein bisschen mehr als 48 Stunden saß ich noch ungefähr 2 Meter neben mir und habe auch in diese Kamera gesprochen und davon erzählt, wie das Schwimmen war. Für die Vorbereitung für den Eignungstest. Und jetzt sieht die Welt ganz anders aus und ich kann diesen Test nicht mitmachen. Und die Basketballsaison ist gelaufen. Es ist Tag 3, der Morgen an Tag 3. Ich habe richtig, richtig, richtig kacke geschlafen. Es ist so schwierig, eine Position zu finden, wo es nicht wehtut. Und dann bin ich immer regelmäßig aufgewacht und konnte nicht mehr einschlafen. Mein Fuß ist jetzt noch mal dicker geworden. Also das ist jetzt wirklich einfach, man sieht keine Struktur mehr im Fuß. Es ist einfach nur so ein dicker, geschwollener Klotz. Aber ich dachte mir nichtsdestotrotz, ich befolge mal meine eigenen Regeln aus dem Video, was ich zu Verletzungen gemacht habe. Und zwar, dass man ja immer noch etwas machen kann und nicht untätig sein muss. Deswegen mache ich jetzt ein kleines Fitnessprogramm mit all den Übungen, die ich so machen kann und die meinen Fuß nicht beeinträchtigen, oder nachdehne ich mich noch ein bisschen und dann habe ich wenigstens das Gefühl, dass ich ein bisschen was gemacht habe und nicht ganz untätig bin. Und ich wollte heute auch noch ein kleines Eisbad für den Fuß machen. Ich glaube, das ist ganz gut und kühlt den mal gut runter. Und jetzt geht's los mit meinem kleinen Workout. Ich habe mir nichts Genaues überlegt, aber schau einfach mal, was man alles so machen kann. Das war anstrengend, hat mich mehr angestrengt, als ich dachte. Ich habe nur 5 Übungen gemacht, 3 Mal. Und jetzt mache ich noch ein bisschen Stretching. Ich kann halt eigentlich gar nichts stretchen, wo mein Fuß oder die Beine involviert sind. Aber ein bisschen Oberkörper, ein bisschen die Hüfte vielleicht auch noch. Das geht schon. Mal sehen. Jetzt habe ich mir mein legendäres Porridge gemacht. Das Porridge, auf das ich, nachdem ich das Video gemacht habe, zu einem Tag meiner Ernährung, auf das Porridge wurde ich danach ziemlich oft angesprochen. Und keiner wollte mir glauben, dass ich das tatsächlich esse. Denn das hat immer so um die 2000 Kalorien, vielleicht ein bisschen mehr sogar. Aber das werde ich mir jetzt schön einverleiben, freue mich drauf. Und jetzt wird erstmal gespeist. Na, Kleiner, kriegst du jetzt eine Spritze? Ich will keine Spritze haben, Tibor. Bitte gib mir keine Spritze, ich mag keine Spritzen. Doch, Dickerchen, du kriegst jetzt eine Spritze. Ich werde jetzt extra für das Video so tun, als wäre ich ein richtiger Mann und hätte damit gar kein Problem. Ah, ich mag das ja gar nicht. Eieiei, ist das eklig. Ich hasse Spritzen. So, Freunde der Nacht, mittlerweile ist es Mittwoch. Sonntag ist die ganze Kacke passiert. Ich habe diese Nacht gut geschlafen, was mich sehr gefreut hat. Ich habe aber auch noch mal Ibuprofen vorm Schlafengehen genommen. Mittlerweile mache ich ein bisschen Fortschritt. Ich glaube, heute ist der Peak von Schwellung. Ich zeige es euch gleich nochmal. Aber ich kann schon so ein bisschen belasten, ist ein bisschen beweglicher. Ich mobilisiere schon immer so ein bisschen so und gucke, was geht. Mache auf jeden Fall nichts, was wehtut, aber alles, was nicht so weh tut, versuche ich zu machen, um, ja, irgendwie, hab das Gefühl, es würde was bringen.
Jetzt mache ich auf jeden Fall mal meinen Verband ab. Ich habe nochmal einen neuen Verband mit so Schmerzlinderung und Abschwellungscreme gehabt, über Nacht auch. Und den mache ich jetzt mal ab und dann nehme ich nochmal ein Eisbad. Habe ich auch das Gefühl, das tut mir ziemlich gut. Ja, mache ich jetzt. Moin! Ich kann wieder laufen. Also nicht ganz schmerzfrei, also doch eigentlich schmerzfrei, wenn ich es richtig mache. Es gibt so einen gewissen Bewegungsspielraum, der geht gerade und da kann ich es belasten. Und dann kann ich laufen. Schönen guten Morgen, ich habe gerade das Eisbad gemacht und das ist eine gute Sache, glaube ich. Ich habe das Gefühl, durch die Durchblutung tut sich da richtig was im Fuß. Und jetzt gibt es zum Frühstück mal kein Porridge, aber die Option B würde ich sagen, wenn es kein Porridge bei mir gibt, dann gibt es immer Joghurt. Und zwar eigentlich genau das gleiche wie Porridge, nur dass ich keine Hafermilch reinhaue, sondern halt Joghurt. Und im Endeffekt sind es aber genau die gleichen Zutaten. Das werde ich mir jetzt einverleiben. So, hier mal ein Update von mir an Tag 10. 10 Tage ist es mittlerweile her. Ich kann den Fuß ein bisschen belasten, allerdings absolut noch nicht gehen. Ich muss immer noch mit Krücken laufen, was echt ziemlich nervig ist. Der Fuß ist auch immer noch geschwollen, was mir ein bisschen Sorgen bereitet. Morgen habe ich allerdings den MRT-Termin und dann weiß ich mehr. Da bin ich sehr gespannt. Das Wichtigste wäre erstmal, dass ich nicht operiert werden muss. Aber ich dachte mir, so langsam habe ich den Frust ein bisschen überwunden und ich will nicht ganz untätig sein. Und einige Dinge kann ich ja auch immer noch machen. Und deswegen dachte ich mir, mache ich jetzt mal ein paar Klimmzüge und noch ein paar andere Sachen. Das ist auf jeden Fall schon ein bisschen Fortschritt, denn ich kann den Fuß belasten bei den Liegestütz. Vor ein paar Tagen ging das noch nicht. Das ist schon gut. Ich glaube, Planks, entweder man hasst sie oder man liebt sie. Ich glaube, ich hasse sie. Ich wollte eigentlich gerade sagen, ich liebe sie, aber fühlt sich gerade nicht so an. Digga, ich bin so unfit, was ist los? So, das war wirklich viel zu anstrengend für das, was ich eigentlich gemacht habe. Aber es ist gut, mal wieder ein bisschen zu schwitzen und das Gefühl zu haben, man macht irgendwas. Jetzt geht's ins Eisbad. Immerhin wäre ich der schnellste Treppenrunterhüpfer. Daran arbeite ich jetzt noch weiter. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich ziemlich kompetitiv bin? Oh, ich sag euch, das ist wirklich richtig kalt. Ich glaube, draußen haben wir so um die 0 Grad. Gestern war es auch gefroren, das Wasser. So, nun ist es genau 3 Wochen her, dass das Ganze passiert ist und ich möchte jetzt nochmal das finale Update für dieses Video zumindest geben. Ich habe mittlerweile das MRT gemacht, war dann mit den MRT-Ergebnissen auch nochmal beim Orthopäden. By the way, ich habe meine Weisheitszähne noch gezogen bekommen, deswegen habe ich hier noch eine bisschen dicke Backe, so ein bisschen gelb, glaube ich. Also wundert euch nicht, ich habe nicht schon 20 Kilo zugenommen, während ich keinen Sport mehr machen konnte. Naja, ich habe dann auf jeden Fall die MRT-Ergebnisse nochmal ins Krankenhaus zu der Orthopädie gebracht. Da wurde ich auch sehr gut beraten von Oberarzt und Chefarzt gleichzeitig. Da habe ich mich sehr gut aufgehoben gefühlt. Allgemein hatte ich sehr viel Glück. Ich hatte viele nette Leute, die mir geholfen haben. Ich habe einen schnellen MRT-Termin bekommen, hatte gute Beratung von Orthopäden. Das war wirklich top. Da bin ich sehr, sehr dankbar. Und wie gesagt, dann bin ich mit den MRT-Ergebnissen nochmal dahin. Das MRT hat nämlich erstmal ergeben, dass die Syndesmose, das ist eine Sehne, die Wadenbein und Schienbein zusammenhält, dass die nicht kaputt ist. Das ist schon mal wichtig, denn die muss dann auf jeden Fall operiert werden, falls sie kaputt wäre. Ansonsten hat das MRT leider ergeben, dass ja sonst ziemlich, ziemlich viel kaputt ist. Und neben den Schäden an den Bändern ist auch noch etwas am Knorpel kaputt, was auch noch mal ein bisschen kritisch ist, weswegen ich auch auf jeden Fall noch mal ins Krankenhaus musste und das von einem Orthopäden abchecken lassen musste. Denn so ein Knorpel regeneriert sich nicht so leicht von selbst und je nachdem, wie stark der kaputt ist, muss man das auf jeden Fall operieren.
damit das auch noch vernünftig funktioniert. Vor allem, weil ich ja noch jung bin und auch noch viel Sport machen will, muss man das dann auf jeden Fall abchecken. Zu dem Zeitpunkt habe ich dann noch Sachen gehört von wegen, man muss es auf jeden Fall abchecken lassen, denn es kann sein, dass man dann nicht mehr vernünftig laufen kann und keinen Sport machen kann. Und du willst ja auch noch viel Sport machen. Und das hat mich alles sehr, sehr beunruhigt. Denn ich dachte anfänglich, okay, dass ich bin jetzt hier vielleicht 5 Wochen raus und danach läuft alles wieder. Auf einmal ging es um solche Dinge. Das hat mich ziemlich beunruhigt und ja, das hat mich schlechte Laune gemacht auf jeden Fall. Dann war ich aber, wie gesagt, im Krankenhaus nochmal und dann haben wir die MRT-Ergebnisse besprochen und da wurde mir dazu geraten, das Ganze nicht zu operieren, denn es ist nur ein Außenband durchgerissen, da gibt es 3 Stück, das vordere ist durchgerissen und auf der Innenseite bei den Innenbändern ist leider ziemlich viel kaputt. Das war dann noch ein bisschen kritisch, ob man das vielleicht operiert, macht man aber nicht, denn ja, wir schauen jetzt erstmal, ob das nicht vielleicht einfach so gut zusammenwächst und ich dann keine Probleme habe. Und falls ich dann noch Probleme haben sollte, dann kann man es immer noch nachträglich operieren. Beim Knorpelschaden hoffen wir auch, dass das alles vernünftig ohne Operation zusammenwächst bzw. regeneriert und dass ich da auch langfristig keine Schäden habe, denn so eine Operation am Knorpel ist auch nicht ganz so leicht und auch nicht garantiert, dass es dann vernünftig hält und wieder funktioniert. Und nun ist es also so, ich bin immer noch mit den Krücken unterwegs, ich werde auch noch länger mit den Krücken unterwegs sein müssen und kann kaum auftreten. Ich soll höchstens 20 Kilo belasten, was ja nicht so wirklich viel ist. Ich kann schon ein bisschen den Fuß bewegen. Mal schauen, ob ich da nicht ein bisschen mehr Bewegungsspielraum schon reinbekomme, denn es kann auch dann sehr schnell passieren, dass die Achillessehne ein bisschen verkürzt und ich glaube, das ist mir auch schon ja, leider passiert. Und ansonsten heißt es so ein bisschen abwarten und einfach darauf hoffen, dass es bald besser wird. Man kann jetzt auch einfach noch nicht so viel machen. Ich brauche einfach noch Ruhe für den Fuß. Und weil das so ein harter Impact war, habe ich auch so Knochenödeme. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind das so eine Art Prellung vom Knochen und deswegen braucht es auch noch viel Entlastung und Ruhe einfach. Und so werden es die nächsten Wochen auch noch leider sein. So, ich will das Video jetzt aber nicht so ganz traurig beenden, wie es angefangen hat. Im Endeffekt gewöhnt man sich an viele Dinge recht schnell. Und so habe ich mich jetzt auch schon irgendwie ein bisschen daran gewöhnt, dass ich halt momentan mit Krücken unterwegs bin. Desto mehr freue ich mich jetzt darauf, wenn ich die irgendwann losgeworden bin und dann normal laufen kann. Das wird schon ein erster richtig großer Schritt sein, dann für mich im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann geht es Schritt für Schritt. Ich freue mich schon wieder, wenn ich langsam anfangen kann und werde mich da über jede kleine Sache freuen, die ich dann mehr machen kann. Und so bin ich eigentlich positiv gestimmt, hoffe einfach, dass ich gute Fortschritte machen kann, dass das auf jeden Fall dabei bleibt, dass ich nicht operiert werden muss und dass ich keine langfristigen Schäden irgendwie davon trage. Daran glaube ich ganz fest und dann hoffe ich, dass ich bald wieder coole sportliche Aktionen hier auf diesem Kanal machen kann, denn eigentlich habe ich sehr viel coole Sachen geplant, ein großes Projekt. Da steht ja der Ironman 70.3 eigentlich für mich im September an. Ich hoffe, das bleibt auch dabei und dass ich das machen kann und mich darauf vernünftig darauf vorbereiten kann. Und dann wird es hier auf dem Kanal auf jeden Fall cool weitergehen und ich hoffe, ihr seid dabei. Ich hoffe, euch hat das Video irgendwie gefallen und es war interessant, diesen Weg mitzuverfolgen, den ich jetzt in den letzten Wochen gemacht habe. Und wir sehen uns nächste Woche im nächsten Video wieder. Macht's gut. Ach ja, und danke nochmal an alle, die mir so nett geschrieben haben, mir gute Besserung gewünscht haben und auch an alle in meinem näheren Umfeld, die mir so nett helfen und mich bei allem unterstützen. Da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar.